Willkommen hier wieder zurück bei Let's Play Omsi und es blendet hier gerade. So. Und dann hatte ich, wie gesagt, jetzt hatte ich wirklich gar keine Grafikkarte, die mehr ging. Die einzige, die noch ging, hatte ich gerade deaktiviert. Und dann dachte ich jetzt, scheiße, ich hatte einen schwarzen Bildschirm und der Computer lief weiter. Der hat mir nichts mehr angezeigt. Und dann ist mir aufgefallen, mein Computer hat zwei HDMI-Eingänge. Das sind, nein, Ausgänge. Einen an der Grafikkarte direkt und einen oberhalb. Ich hatte das HDMI-Kabel, als ich alles wieder reingesteckt hatte, in den oberen gesteckt, nicht in den unteren, wie man es eigentlich hätte machen müssen. Und so hat er nur die im Prozessor verbaute Grafikkarte benutzt, die natürlich dementsprechend nicht viel konnte. Das Schlimme ist, es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte schon, mein Computer wäre kaputt. Und ich war schon halb dabei, den einzupacken und einzuschicken irgendwohin. Aber dann... Ach, das... Es ist schlimm. Wie schusselig man auch immer ist. Das hat mir echt zu denken gegeben, dass ich schon so schusselig bin. Zumal ich vorher nie wusste, dass er zwei HDMI-Ausgänge hatte. Wobei, das muss man auch erstmal herausfinden. Und das ist mir auf eine etwas sehr eigenartige Weise, wie gesagt, gelungen. Das Problem ist ja, weil auf dem Computer waren ja die ganzen Aufnahmen drauf und ich konnte ja nichts mehr aufnehmen. Und der war wirklich für Spiele mit der Grafikkarte im Prozessor überhaupt nicht zu gebrauchen. Also, ich meine, für Verhältnisse, dass das so eine kleine, wahrscheinlich eingebaute Chipkarte nur ist, war das eigentlich gar nicht so schlecht. Also bei Omsi hatte der so vielleicht 25 Frames, das ist aber nicht viel. Das klingt zwar natürlich jetzt nach einer großen Zahl, aber wenn man das mal gesehen hätte, das ist ein Geruckel, das ist schlimm. Da findet man zwar die 5 Bilder pro Sekunde, das sind jetzt zwar nicht irre viel und den großen Unterschied, aber man muss jetzt ehrlich mal bedenken, dass hier keiner mehr ein- und aussteigen will. Ja, das auch und, das ist so eine ganz kleine Grafikkarte. Ich meine, ist, denke ich mal, keine schlechte Option. Ich habe jetzt wieder beide aktiviert. Und das funktioniert bisher auch wieder alles ganz prickelnd. Und also dafür, dass es so eine eingebaute Chipkarte war, war das wirklich gut. Also Minecraft 20 Frames mit Fraps nebenbei. Vorher hatte ich einen Aufnahmetest gemacht, da lief Fraps auch zeitweise nicht. Und da hatte ich auch mehr als 30 Frames. Also sobald man nicht aufnimmt, das Problem ist ja alles, was hier gerade geschieht. Mein Computer muss jetzt im Prinzip dafür sorgen, dass der Omsi hier darstellen kann. Und parallel dazu nimmt er das jetzt auf. Und speichert das auch noch. Das ist natürlich, der Speichervorgang ist natürlich auch ein Vorgang, den man nicht relativ leicht nebenbei so noch machen kann. Und also so ohne Fraps reicht so eine Grafikkarte doch vollkommen aus. Also wenn man keinen Fraps hat, wenn man hier nichts primär macht so in der Richtung, dann geht das wirklich und ist ich meine, auch wenn einem 3 Frames fehlen, das merkt man wirklich, ja. Das ist wirklich das Problem. Man merkt es wirklich immens, dass Frames fehlen. Man sieht es zwar A an der Zahl, aber B, man merkt immer so ein leichtes Ruckeln, was man in der Hinterhand hat. Also man merkt, wenn es so 28 Frames sind, das könnte man wirklich bemerken, weil da fehlt einfach. Da fehlt was. So, hier ist dann nur noch 50 und wir müssen hier links. Ja, aber so viel zum Thema mit dem Computer. Das treibt einen wirklich in Wahnsinn, weil wenn man weiß, ach du Scheiße, der Computer ist kaputt. Also das hat mir wirklich schon echt einen Schrecken eingejagt. Mist. Schön wäre es natürlich, wenn er auch mal die Hand heben würde. Also mit der Hand so grüßen würde. Das mag ich nochmal durchlesen muss, wie genau es jetzt war mit dem Kollegen grüßen. Also ich hatte da was gelesen, dass man da das normale Licht nicht anlassen darf, sondern nur mit der Lichthupe.
So war das, meine ich. Was für ein Steig übrigens. Ah, ist das, ist der erste hier vorne, oder? Oh ja, komm, da laufen schon die Leute so gierig. Das muss er sein. So. So, hallo. Ich würde mal sagen, der Bus ist relativ voll. Hallo. Also so viel Platz ist hier dann auch nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Eieieiei. So, wir sind jetzt von der ganzen Linie bis da schon gekommen. Nee, ist noch nicht weit. Narbeck ist der nächste und dann Saasdorf. Okay. Ich gucke immer erst die nächsten zwei Haltestellen an, damit ich weiß, wo es ungefähr lang geht. Das heißt, wenn ich in Saasdorf rauskomme, ist alles gut gegangen. Auch können wir wieder hoch machen, hier die Jalousie. Weil die nehmen hier ein bisschen vom Sichtfeld weg. Und man sieht hier an den Ecken relativ wenig. Besonders hier vorne ist man relativ blind. Weil das ja alles so fett verbaut ist. Ist das ein bisschen blöd, dass man so wenig dann sieht in der Sicht hier. Aber wie dem auch sei, man muss sich daran einfach gewöhnen und dann geht es an der Zeit auch. Aber er ist prinzipiell auch ein schöner Bus. Nur ich habe mich bisher immer gefragt, warum ist der Scheibenwischer weiß? Da fehlt wahrscheinlich bis heute irgendeine Textur. Also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte den Bus nicht installiert, wenn ich nicht einen Grund gehabt hätte wegen dem UL. Weil ich... Das habe ich auch total vergessen in der Add-on. Und der O305 ist jetzt nicht so ein Bus, den ich jetzt so hoch preise. Ich meine, es ist ein schöner Bus, ja. Aber es ist jetzt kein Bus, den ich so besonders mag. Es ist aber für mich ein Bus von damals. Also ich finde den O405, den finde ich mit Abstand am schönsten. Und danach den Citaro. Egal, ob jetzt erste oder zweite Generation. Oder auch der Facelift, der ist auch schön. Aber besonders mag ich die mit dem VDV-Träger. Der hat es mir wirklich angetan. So. Der hat doch hier vorne eine ganz komische Form. So eine Wellenlinie. Hat der so eine Seite auch? Ah, es ist eine komische Konstruktion. So. Und ich habe hier Herbst eingestellt. Es ist ja Herbst. Wir haben jetzt inzwischen Mitte November. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir mal einfach so ein herbstliches Wetter und wo hier alles wieder so schön rot, orange ist. So braun auch manchmal. Also das finde ich jetzt wirklich schön. Winter finde ich hier immer so irre kahl. Da sieht man wirklich... finde ich es nichts. Den Herbst eigentlich relativ schön. Bis auf die Tatsache, dass es immer so früh dunkel wird. So, und wir haben auch, wie man hier, glaube ich, so am Rand sogar sieht, das sind die VKL-Tickets, ne? Verkehrsbund Sauerland, ne? VKL. Also irgendwie lässt sich der wirklich ein bisschen komisch steuern. Also irgendwie, der hat irgendwie so ein... Ich weiß nicht, irgendwie hat er so ein bisschen... Vermittelt ein bisschen ein komisches Gefühl, der Bus hier. Sieht aber ganz einfach auch an den Schalleigenschaften, die der hat. Naja, gut. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal gleich wieder. Also bis gleich.